Ja, hallo liebe Zuschauer, willkommen zurück zu meinem kleinen Let's Test OMSI 2 auf der Karte Bad Kienzau. Im ersten Teil hatten wir die Hinfahrt auf der Linie 311 von Bad Kienzau Bahnhof nach Wendersberg Neuer Markt mit dem NG 272. Und heute ist dran die Rückfahrt von Wendersberg Markt nach Bad Kienzau. Und diesmal allerdings bei Tageslicht. Regnen tut es allerdings immer noch. Beim letzten Mal hatten wir ja festgestellt, dass es offensichtlich am Kronberger Schloss ein Problem mit einer unsichtbaren Wand oder ähnlichem gibt, die in OMSI 1 eigentlich nie Probleme verursacht hat. Die scheint nur OMSI 2 dahin zu packen. Deshalb schalte ich diesmal mal die entsprechenden Kollisionen aus. Das sind kurioserweise auch nicht. Kurioserweise sind das nicht die Terrain-Kollisionen, sondern die passieren nur dann, wenn KI-Fahrzeug zu KI-Fahrzeug-Kollisionen an sind. Erklären konnte ich mir das ja nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin ich ein bisschen ratlos. Terrain-Kollisionen hätte ich verstanden, aber KI-KI? Weiß nicht, irgendwie hatte das nichts mit Fahrzeugen zu tun, da waren ja keine anderen. Nun, wie auch immer, ich hole mir als allererstes jetzt mal einen Fahrplan. Es ist hier etwa 10 Uhr morgens. Für die 311. Oh, startet um 10:50 Uhr. Das ist natürlich noch eine längere Zeit. Aber gut, ich kann die Zeit ja gleich ein bisschen vordrehen. Und das sind jetzt noch 49 Minuten. So lange warten wir nicht. Noch mal 44 Minuten vorwärts. Brauchen wir auch nicht. So. In 4 Minuten geht's los. Das heißt, wir machen jetzt mal den Bus Start klar. Wie ihr seht, der NG 272 hier in der Berliner Ausführung. Da düst noch ein anderer Bus rum, der wird gleich abhauen. Das ist der D92 Doppeldecker, wenn ich das richtig sehe. Fahr mir bloß nicht in die Karre. Ah ja. Ja, theoretisch hängt er schon drin. Aber, naja gut. Passiert ja eigentlich keine Kollision. Wie auch immer. Nochmal rein. Leider merkt er sich die letzte Innenansicht nicht. Ich habe den eigentlich ganz gerne so stehen, dass er den hinteren Wagenteil zeigt. Schalten wir mal die Elektrik an. Den Motor. Schalten die Ibis vor. Springt um. Die Matrix auch mitgekriegt haben, jawohl. Ja, weiterhin gilt natürlich, dies ist ein Let's Test, das heißt, Fehler können passieren. Beim ersten Mal hatten wir ja einmal einen Absturz, dann einmal den Kollisionsfehler, ansonsten ging es eigentlich. Mal gucken, wie das heute läuft. Ich weiß nicht, ob OMSI Tagesformen hat. Machen wir auch mal an bei den schlechten Wetterbedingungen. Kurz nach der Heizung gucken. Nochmal mit 22 Grad im Bus, das muss nicht unbedingt so bleiben. Ein kleines bisschen anmachen. Und dann schauen wir mal, ob draußen schon Fahrgäste sind. Nein, noch nicht. Fahren wir doch hier, oder? Nein, ich stehe ja auch falsch. Ich muss ja noch wenden. Na gut, dann werden wir das tun. Nochmal losfahren. Was ihr jetzt gerade am Rattern hören wahrscheinlich, das ist mein Lenkrad. Oh oh. Der fängt schon wieder an zu zuppeln, der Bus. Ah, das ging ja noch.
sobald viel KI-Verkehr in der Nähe ist, wird das wieder schwierig. Oh, 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 oh. Ja, doch, Kopfsteinpflaster, das mag er gar nicht. Morgen. Hallo. Morgen. Eine Fahrkarte. Hallo. Bitte. Eine Fahrkarte. Hallo. Hallo. Eine Fahrkarte haben. Guten Morgen. Hallo. Dankeschön. Sehr schön. Morgen. Morgen. Schauen wir mal, was der andere Bus macht, ob der mittlerweile abgehauen ist. Ne, der steht noch da. Ja, daher kommt wahrscheinlich auch dieses Geruckel. Mit mehreren Bussen gleichzeitig ist das Omsi wahrscheinlich schon wieder zu viel. Hallo, ich brauche eine Bootstrecke, bitte. Eine morgen. Strecke, morgen. Dankeschön. Eine Tageskarte, hallo. Bitte. Eine Tageskarte, aber sicher doch. Bitte schön. Dankeschön. Ja, dann müssen wir auch los. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Force-Feedback vom Lenkrad schon wieder so ein bisschen fehlt. Es rüttelt zwar, aber so richtig Gegenkraft brauche ich eigentlich im Moment nicht. Guten Tag. Da. Eine Fahrkarte, bitte. Morgen. Eine Fahrkarte. Hallo. Morgen, Manfred. Dankeschön. Bitteschön. Eine Tageskarte, bitte. Hallo, Mirko. Eine Tageskarte. Bitteschön. Danke. Einmal normal. Ein Manfred. Schon wieder. Bitteschön. Ich habe mir tatsächlich eine Verfrühung angehandelt auf dem kurzen Stück. Okay, die Ampel war ja auch grün. Kein Wunder. Aber ich war trotzdem mal los. Das sind nur noch ein paar Sekunden. Das lohnt nicht mehr. Oh! Fehler in der Bereichsprüfung. Ja. Damit ist die Aufzeichnung dann an der Stelle schon zu Ende. Ich werde gleich versuchen, die nochmal neu zu starten. Vielleicht haben wir ja Glück. Bis gleich. Ja, willkommen zurück. Da sind wir wieder. Ich habe Omsi 2 gerade neu gestartet. Und prompt warten jetzt natürlich wieder Passagiere an der Haltestelle. Die lassen wir dann natürlich auch gerne rein. Morgen. Morgen. Morgen, Manfred. Guten Tag. Robert. Eine Tageskarte. Eine Tageskarte. Dankeschön. Ja, das war die typische Fehlermeldung, Fehler bei der Bereichsprüfung. Warum auch immer. Das hatte ich das letzte Mal auf der Hinfahrt, wenn ihr euch erinnert, auch kurz nachdem ich losgefahren war. Hier jetzt wieder. Das letzte Mal konnte ich danach dann allerdings zu Ende fahren, das versuche ich jetzt auch. Wenn es nicht geht, kann ich es nicht ändern. Aber schauen wir mal. Probieren geht über Studieren.
es zuppelt schon wieder unruhig. Jetzt haben wir natürlich schon ein kleines bisschen Verspätung, das war natürlich jetzt nicht geplant. Eigentlich waren wir ja schon im Aufbruch. Stattdessen wollten wir jetzt doch noch heute einsteigen. Aber da wir jetzt auf den Autobahnabschnitt kommen, sollte das kein Problem sein. Da können wir ja zügig fahren. Vorausgesetzt, diese Ampel springt irgendwann mal um. Positiv anzumerken ist, dass im Falle eines Absturzes offenbar in den meisten Fällen die letzte Situation doch noch gespeichert wird. Sonst wäre es jetzt ganz blöd. Ich musste OMSI übrigens über den Task Manager beenden. Ich kam zwar noch an OMSI beenden dran, aber es hat sich nicht wirklich beendet. Ja, damit haben wir jetzt Höchstgeschwindigkeit erreicht. Zumindest für den Fall, dass wir den Bus nicht modifizieren. Es gibt da mittlerweile auch schon alternative Getriebe für und Motortuning. Aber ich habe den Bus hier so, wie er bei OMSI 2 dabei ist. Ich muss mir wirklich nicht noch mehr Probleme ins Haus holen, was ja theoretisch nicht auszuschließen ist, wenn man was ändert. Ausfahrt. So, Verspätung ist erstmal wieder so gut wie aufgeholt. Durch die Ampel kriegen wir natürlich wieder ein bisschen neue Verspätung, aber das ist ja harmlos. Ja, also so läuft es ja eigentlich wieder ganz gut. Warum das ausgerechnet am Anfang wieder Theater gemacht hat? Na, ich vermute mal wegen dem anderen KI-Bus, der da unterwegs war. Dieser Gelenkbus scheint in OMSI 2 so viel Leistung zu klauen,
dass das ziemlich schwierig ist, Einstellungen zu finden, mit denen man fahren kann. Ob das mit anderen Bussen auch passiert, muss ich noch testen. Als allererstes wahrscheinlich mit dem NL202, der auch dabei ist bei OMSI 2. Oder mit den klassischen Bussen, die ja auch wieder vertreten sind. Und dann zu guter Letzt natürlich auch mit dem ein oder anderen freien Add-on-Bus, um mal so ein bisschen auszuloten, wo es denn da an der Performance hapert. Aber so wie es jetzt ist, kann es eigentlich für ein finales Produkt, das auf dem Markt ist, nicht sein. Hallo. Guten Morgen. Eine Frage, die den ganzen Tag geht. Eine Tageskarte. Bitte schön. Dankeschön. So, machen wir gleich weiter. Ein bisschen Verspätung ist ja noch. Kollege. Na, ich bin diesmal hier problemlos durch. Geradeaus ist jetzt zumindest leichter als anders bei mir. Bei der Hintour bin ich ja hier beim Spurwechsel so ein kleines bisschen irgendwo angeeckt. Das ging ja. Das obwohl jetzt noch ein Doppeldecker auf der Gegenspur stand. Das war jetzt offenbar kein Problem. Liegt sicher auch daran, dass wir jetzt außerhalb von Städten sind. Nächster Halt, Lodi.
Hallo. 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 Ja, selbst auf dieser Strecke ließ sich die Verspätung ein kleines bisschen abbauen. Und mangels Ampel kommt auch keine neue hinzu erstmal. Stellt immer wieder fest, dieser Bus fährt sich doch ein ganzes Stück unruhiger als die normalen Busse, die man bisher so aus OMSI 1 kannte. Ja, hier geht's bergab. Hier schnell zu fahren ist natürlich keine Kunst, hier kommt man dann sogar mal auf 90. Dafür tut es jetzt auch das Force-Feedback vom Lenkrad wieder. Das signalisiert mir gerade, dass ich dieses hohe Tempo hier vielleicht besser nicht fahren sollte. Ah, ich gebe zu, das ist sehr schnell. Das ist ein Test. Da will man doch auch mal sehen, wie sich das Fahrzeug verhält. Also es ist schon grenzwertig, dieses Tempo hier. Nicht nur von den Regeln her. Jetzt müssen wir die abbremsen. Also 90 mit dem Gelenkbus, das kommt einem dann doch irgendwie zu schnell vor. Bus entgegenkommt. Die PKW sind ja noch harmlos, aber die Busse, die hier aus dieser Kurve herauskommen, die halten sich ja auch als KI-Busse absolut nicht an die Spur. Ich fahre mal vorsichtshalber ganz außen. Sehe im Moment aber keinen. Nächster Halt, Kronberger Schloss. Bussteigbar. Ja, und das ist ja die Haltestelle, wo wir diese komische imaginäre Wand hatten. Bei Bad Kienzau, also exakt der gleichen Karte, in OMSI 1, kommt die nicht vor. Ich gehe da von dem Bug aus. Genau deswegen habe ich ja einen Teil der Kollision ausgeschaltet. Kommst rein. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Ich brauche eine Kurzstrecke, bitte. Eine Kurzstrecke, aber sicher doch. Dankeschön. Sehr schön. Oh, Fehler in der Bereichsprüfung. Eine Kurzstrecke, bitte. Nee, du brauchst eine Kurzstrecke. Du hattest schon eine Kurzstrecke. Ja, das ist Pech, wenn es schon im Kassiervorgang hängen bleibt. Hallo, ich möchte gerne Fahrkarte haben. Ich versuche es jetzt mal mit Hotkey. Ja, das hat geklappt. Die Grafik bewegt sich kein Stück mehr. Von daher starte ich OMSI wohl nochmal neu.